Seid gegrüßt zurück hier zu Hyrule Warriors. Wir haben inzwischen ja irgendwie Recken im Doppelpack retten können. Und jetzt, wie es mir scheint, haben wir nochmal eine kleine Titanmission mit Yunhobo und Daduk anzutreten. Mach ich doch gerne. Abmarsch! Ha, kommt ruhig an auf einmal, wenn's euch hilft. Bei mir ist Schluss mit euch. Okay, eine komplett neue Mission. Also ein neues Gebiet. Okay, jetzt habe ich natürlich hier wieder das Problem, dass, neues Ziel, was soll ich machen? Das halt hier, wobei ja, ich muss noch, wie das überhaupt geht. Ich behalte den Feind im Auge, Daruk. Warte mal, war nochmal hier? Ach ja, Lava-Geschoss. Ich muss mal gucken, wie seine Steuerung hier war. Hier, boom, boom, boom. Hier, leider hat hier, was ich jetzt sagen wollte, leider hat der hier, der Rodania-Titan, hat keinen Schutzschild. Leider. Boom. Okay, muss ich einfach nur die ganzen Wächter besiegen? Schon aus der Ferne? Okay. Boah, hier kommt ihr auf alle Fälle durch, Mann. Hier kommt ihr auf keinen Fall durch, meine ich. Jo, was ist los mit dir? So schön besiegt, Alter. Boom. Und jetzt klingt Octorox, ey. Boah, ist doch richtig geil. Das ist so ein großes Feld für ihn hier. Obergeil. Okay, warte mal, denn einfach mal. Ja, war hier Stampfer. Dass die hier schon so eine dritte Herzreihe haben, irgendwie voll krass. Die 1000 Gegner einfach mal besiegt. Dieser Gegenangriff ist ein bisschen. Er müsste ja irgendwas haben, was auch wirklich hier geworfen wird. Hab ich aber nur wirklich nicht, oder? Ich baller mal hier ein bisschen rum. Viele Wächter fehlen ja nicht mehr. Boom, boom. Alter, jetzt. Was ist denn hinten los? So, Alter, da vorne so ein riesiger Ivarok, der muss weg. Hier. Boah. Voll rufregnen lassen, so richtig hart. Boom, boom, boom. Der erstmal kurz quetschern. Boom, boom, boom. So, kein Bock hier auf so einen Ivarok. Alter. Alter, voll getötet. Das ist gar nicht gut. Warte, die haben es auf unserer Verteidigungslinie abgesehen. Wir können doch bloß nur zwei, oder? Die Verteidigung wird angreifen. Doch schon 2000 Gegner gekillt. Ach so, die laufen da durch. Ach, das ist ja fies. Ach, die wollen ja nicht zu mir. Die laufen da durch, die Säcke. Das ist ja gemein. Okay, verstehe. Jani, jetzt checkt. So, muss ich ja schon mal vorab hinballern. Mann, was ist denn bei euch hier los? Okay, sorry, aber da kann man die eigentlich auch richtig schön alle an so eine Stelle locken, oder? So, kommt die jetzt wieder zu mir? Nee. Okay, einer ist wieder tot. Oh, Hilfe, der haut da ab, oder will er abhauen. Wegfliegen, Alter. Boom, Volltreffer. Oh, weitere Wächter sind aufgetaucht. Wie viele brauche ich eigentlich von den Dingern? Na, egal, wie laufen wir sie, es kommt immer mehr, oder was? Immer neue nach. Wir müssen aggressiver vorgehen. Bin ich ja gerade schon, das war schon fast falsch. 2000 Gegner besiegt. Wie aggressiv soll ich noch sein? Daruk, von der südlichen Brücke her kommen ja jede Menge Wächter auf uns zu. Scheiße, Kleiner. Boom, boom, boom. Ey, das war wirklich hart. Okay, boah, jetzt wollen die alle hier. Die wollen jetzt alle hier. Weiß ich nicht. Warte mal, da muss ich mal kurz zu. Lass doch mal regnen. Gut. Die sind ja Leunen. Die sind ja Leunen da. Oh, da kommen die Wächter. So, schön, dass sie, wenn die Feuerwelle immer kaputt bersten, dass die noch extra Damage machen. Oh, die Monster rücken. Ja, okay, danke, danke, Nobo, danke. Voll ein Übersehen, aber besiegt. Okay, irgendwie kann hier das Vieh nicht richtig gerade auslaufen, leider. So, das ist halt ganz schön beschwerlich hier, weil so groß ist alles. Ich sehe das schon. Ups, jetzt wollte ich gerade was abblocken. Alter, was ist denn da los? Wartet mal. Tschüss, Mann. Boom.
Bam, 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 bam. Alter, richtig viele besiegt. Obwohl, nicht viele, nicht alle. Okay, was ist da hinten? Zerstöre die Brücke. Achso, okay. Sonst schätze ich mal, kommen immer neue. Ist das richtig? Ah, die dummen Leute, haut doch mal ab. Wie lange leben die denn eigentlich? So schön Feuerbälle hochballern. Der Rücken ist richtig, wirklich groß, Alter. Er muss wirklich viel gegessen haben. Ja. Ja, was, was möchtest du wachsen? Wenn du 40 leckere Felsen frisst, dann bist du auch so dick, groß, mein Ding. Boah, ich werde mein Bestes. Ist das schon voll riesig? Was ist dein Problem? Ich zerstöre jetzt die Brücke. Ist sie kaputt? Ja, super. Brücke wurde zerbescht. Noch mehr Wächter. Sie kommen von wo? Da steht einer und will einen angreifen. Das ist gut. Aber dieses Mal von dort. Hm, da verstehe ich schon. Boah, sind schon viele Brücken hier offen. Neues Ziel festgelegt. Wieder abhauen. Guck mal, wieder hin will der oder fliegende Wächter da. Hau ab. Boom. Voll zerstört. Voll angegriffen. Ah, der lebt noch. Wie lange lebt der denn? Ah, zerstöre ich damit selber das Tor? Okay, gut, keiner mehr da. Kann ich ihn einfach zertrampeln wie im Trailer, Alter? Wie gerade im. Hey, du kommst hier nicht vorbei. Boah, du kommst hier nicht vorbei. So, besiegt. So, warte, ich muss hier aber durch. Ich muss ein bisschen durch. Natürlich, vielleicht im Idealfall halt keiner mir vorbeilassen währenddessen. So, kann ich ihn nicht von hinten abballern, die Brücke? Boom, boom. Keine Ahnung, warum die Brücke so lange stehen bleibt, aber. Ja, guck, da ist noch ein kleiner Kopf, der schwebt da noch rum. Jetzt würde ich gerade den Stein abhalten. Hat aber nicht so geklappt. So, da hinten erstmal alle zerstören. Ah, ich sehe schon Inas gerade, da sind wieder ein paar sind bei der Tür. Ein paar sind beim Tor. Ich will erstmal die Brücke kaputt machen, bevor ich wieder zurückgehe. Okay, Brücke ist kaputt. Der Punkt geht an den dicken Dame. Einfach überall Rand hier, Alter. Ah, sind das einfach alles Monster-Vorposten im Norden? Da kenne ich ein großes Gebäude. Ich muss aber eins kurz zurück, weil da sind noch Wächter, die hier gerade unser Dings angreifen wollen. Was nicht geht. So, bringt das eigentlich überhaupt einfach zu stampfen? Der Feind ist auch hier. So, kurz mal alles hier wieder wegballern, die ersten roten Punkte. Gut, hat geklappt. Wenn ich mit dem Ding rückwärts laufen könnte, wäre echt schön. Ja, da müsste nicht übelst viel Materialien eigentlich geben. Okay, gut, ich hoffe, jetzt. Ja, wenn immer noch welche vorbeikommen. Aber trotzdem, wir laufen trotzdem mal hier lang. So, ich mach mal hier die schön platt durch Regen. Oh, ist schon wieder einer vorbeigekommen, ne? Wie geht denn das, dass da mal einer vorbeiläuft hier? Wo kommt der denn her? Boom, boom. So, besiegt. Schaut jedenfalls gerade da unten. So, jetzt reicht's. Da laser ich mal lang da hinten. Wäre jetzt gerade echt doof gewesen, wenn ich das überhaupt nicht, wenn ich das überhaupt nicht getroffen hätte. Mann, wie lange überlegt denn der hier so? Der ist doch tot. Okay, gerade ist keiner bei dem Punkt da durchgekommen. Alter, wie viele Ivaroks da noch sind. Das sind richtig viele. Boom, boom, boom. Der bleibt da nicht stehen. Ich lasse ihn am Ende Ärger machen. So, bisher kommt da keiner gerade durch. So, der ist besiegt. Alter, voll die richtige Festung, Alter. So. Ich glaube, wir haben es irgendwie geschafft. Zauberer mit dem Ubo. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der große Daruk mal loben würde. Ja, weil du nie kennenlernt hast, weil er tot war. Tja, machen wir weiter so und schicken diesen Galon auch nach Hause. Oh, coole Mission, ey. Ach, Schlacht um Ost-Hyrule. Komplett abgeschlossen. Leute, wir haben unsere komplette Titanarmee wieder zurückerobert. Alle vier Titanen sind wieder auf unserer Seite. Die ja von vornherein geplant waren, dass die Ganon die Verheerung dessen halt besiegen können. Also eigentlich. Es ist halt echt an sich jetzt kein Problem mehr, ne? Das müsste alles klappen. Plötzlich war mir, als würde mich jemand rufen. Als ich nach dem Rufer suchte, sah ich, wie Monster meine Schwester attackierten.
Ich wollte ihr helfen. Und ehe ich mich versah, fand ich mich in Varuta wieder. Das war deine Macht. Habe ich recht? Vielen Dank. Wie dem auch sei. Die Akala-Festung ruft. Was hast du denn? Los, gehen wir. Was soll das denn? Du weißt es immer noch nicht? Sie sind stärker geworden als gedacht. Und daher habe ich nur noch einen Auftrag für euch. Es wird der allerletzte in eurem jämmerlichen Leben sein! Mein Koga! Bitte, flieht! Ach was! Dann werde ich mein Leben opfern, um euch zu beschützen. Zwei Opfer an die Verheerung Ganon. Das ist alles, was ihr noch seid. Komplett crazy. Eieieiei. Okay, jetzt die Feinde sind sich auch überhaupt nicht mehr einig. Ey, es ist alles drunter und drüber. Ey, wie ist einfach, was hat er da gemacht? Hat er da ihren Hass extrahiert oder ihre Wut oder? Ey, ich dachte, boah. Ey, das spitzt sich alles so zu. Übelst cool, macht richtig Spaß. Ja, bloß die arme Zelda, ne? Die hat echt nochmal gefragt, ach so, das war dein Werk. Und, also so nach dem Motto, ja, Zelda hat immer noch nichts erreicht. Quasi in ihren Augen natürlich, nur in ihrer Wahnvorstellung, muss man ja schon fast sagen. Alter, Zidan, Prinz der Sora, ein Sora-Prinz aus der Zukunft. Der jüngere Bruder von Mipha, die zu den Recken gehört. Er ist immer fröhlich und zuversichtlich und sein Verantwortungsgefühl als Mitglied der Königsfamilie ist stark. Er kämpft, um Mipha zu retten und um Hyrule zu verteidigen. Und hat ein voll cooles Artwork. Oh, Yonobo mit seiner Fleischkeule. Er sagt, dies ist seine Waffe. Einer aus der Zukunft eingetroffener Nachfahre des Recken Daruk. Einst ängstlich und schüchtern, besitzt er nun den Mut, tapfer für sein Land und seine Freunde zu kämpfen. Oh Gott, greift der mit Essen an, bitte nicht. Oh, jetzt auch wieder so viele neue Missionen. Ich glaube, ich würde halt in diesem Part gerne noch die beiden Trainingsmissionen machen, der neuen Einheiten, damit wir so schön kennenlernen. Aber ansonsten, Mipha und Daruk sind zurückgekehrt. Genau wie die Titanen, aber die Musik bleibt trotzdem dramatisch. Jetzt hier eine Akala-Festung, Alter, oder eine Mega-Schlacht. Okay, ich glaube, darum kümmern wir uns dann aber. Oder ich kann 4 Einheiten mitnehmen. Okay, darum würde ich aber sagen, ne, wir machen jetzt wieder ein paar Nebenmissionen, auch für die nächsten Parts und so was. Boah, was ist denn hier los? So viele neue Sachen, ey. Oh, gleich jeder soll noch ein Herz dazu bekommen. Das kann ich alles gar nicht machen. Nur eine Sache mit längerer Kombo-Angriff. Ja, ich glaube, ich mache erstmal ihre Trainingseinheiten. Der harte Fels der Goron. Nee. Ich gucke nochmal so ein bisschen, vielleicht wieder so. Oh, guck mal, das kann ich jetzt zum Beispiel hier machen. Herzen aller Verbündeten plus 1. Ja, das mache ich mal. Pilgerfahrt mit Leinwand. Ein Maler, der ganz Hyrule bereist hat, beschlossen, eine Pilgerfahrt zu den Statuen der Göttin zu unternehmen, um ihre Liebe in seiner Kunst auszudrücken. Versorge ihn mit Materialien für Farbe. Bitteschön. Ja, als deine Reise beendet war, erhieltest du ein Gemälde von dem Künstler. Bewahre das wunderschön gemalte Lächeln der Göttin gut auf, damit du es nicht verlierst. Alter, alle Herzcontainer! Ein wertvolles Item, das die Maximalanzahl der Herzen aller Verbündeten erhöht. Cool. Kriegt man einfach so einen Herzcontainer. Jetzt können wir die auch recht noch die anderen Titanen verstärken, wenn man halt die nötigen Materialien hat. Haben wir aber erstmal noch nicht. Leider. So, okay. Hier haben wir Yonobos Training. Machen wir gleich mal. Nur bestimmte Kämpfer und Zeitlimit. Cool, let's go. Ich nehme den Kleinen mit. Ich gebe ihm vielleicht noch ein Eieromelett mit zum Snacken. Das sieht wie ein Festessen aus. Jetzt sind nur 3 Eier. Egal. Was für ein Leckerbissen. Aufbrechen. Oh, okay.
Was hat der jetzt für eine Waffe? Ich meine, er hat nur im Artwork eine Keule, ne? Vielleicht ist der das Artwork auch nur dazu davon wegen, ey, Daru hat ihm geraten, er soll mehr fressen. Deswegen macht er vielleicht, oder ist das wirklich seine Waffe? Wir gucken mal. Ich finde es so schön, ey, dass wir so eine riesengroße Gruppe haben. Und ich glaube, okay, jetzt ist sowieso auch nochmal eindeutiger, kriegen wir vielleicht Koga und sogar Super auch noch ins Team. Weil die ja jetzt auch sehen von wegen, Verheerung Ganon, Dean ist doch ein bisschen schlecht, weil im Endeffekt denkt Ganon eh nur an sich und die Herrschaft der Dämonen und hat ja keinen Bock, dass andere noch nebenbei leben. Da kann ich mir vorstellen, dass das dann ungefähr so darauf hinauslaufen wird. Aber ich bin gespannt. So, erstmal Training. Ein neues Ziel. Der greift mit seinen Fäusten an, Alter. Yeah, geil. Besiege die viele Gegner, bevor die Zeit abläuft. Alles klar, dann komm ich mal hier. Was Felsenfilet verspeise und Schirmkraft aktivieren. Jetzt ist Schluss hin. Mit seiner Kinderstimme. Wow. Aua, jetzt ist aber Schluss hier. Wow. Ja, was kann er denn dafür komische Sache? Einfach so ein Ball-Move so. Jawohl, erstmal ein Stein weggeschmissen. Hey, Stasis. Hey, Stasis. Boom. Boom, 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 boom. Alter, mehrfach drücken. Alter. Natürlich noch ein schön schwach noch, ey. Der ist gerade so für ihn ausgelegt. Ja, boom, 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 boom. Alter, einfach so dicken Stein rausgehauen. Ja. Alter, muss ich viele Gegner besiegen. 600 in 4 Minuten. Das ist natürlich krass. Der hat so eine große Welt, was ist denn hier los? Okay, mit der Schirmkraft, ne? Oh, mal interessant hier, was er damit macht. Go, 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 go. Alter, was? Der kann, ja klar, der kann durch verschiedene Elementschirme wechseln? Wie geht das denn? Okay, das ist ja ein bisschen fies, ne? Tom! Okay, doch immer mehr auf. Ich kann einfach mal hier vor Ort bleiben. Ey, das ist, wisst ihr, der ist schon hart. Warte mal, der kann auch durch so ein Stachelding, ey. Ich weiß bloß nicht, ob das wird bestimmt, jetzt ist Schluss. Wird bestimmt richtig, nach einer gewissen Reihenfolge sein. Mahlzeit! Okay, das war das seltsamste Special, was es gibt. Er beschwört einfach zwei andere Goronen. Und wisst ihr, was er mit denen machen kann? Wow! Aber was ist da interessant, Alter? Interessant, wenn das so ganz komisch klappt da mit dem? Ich bin mal irgendwie kurz hier gehören. So, das ist ein normales Schild, verdammt. Na, gefällt's euch? Ja, das ist natürlich jetzt dieser. Ey, wieder diesen Stachelschild, der ist aber interessant. Was der wohl macht. Wow. Ich war aber der Schild hilft tatsächlich, ne? Wenn er den einfach anhat, dann ist das schon geil. So, okay, aber gleich die Hälfte habe ich gleich down an Gegner, also okay. Yeah! Wow. Bam, bam, bam. Oh Mann, wenn immer eine Wand hinter mir ist, ey, das macht immer keinen Spaß. Wenn man den Gegner nicht sehen kann, ob er ausholt oder nicht. Ja, boom, 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 boom. So! Jetzt ist Schluss! Ja! Steinruf gekloppt, einfach eiskalt. Alter, was tippt der einfach so einen Stein hoch bei starker Angriff? Jawoll! Alter, voll. Boah. Okay, der starke Angriff ist ja mega übel. Boah, so starker Angriff hier. Alter, wird so eine Steinfaust oder was lässt er hier durchsickern? Boah, geil, kann man auch richtig cool spammen. Der macht einfach so eine Eisenfaust. Oder so eine Lavafaust. Lässt er einfach durchballern. Ach man, ist das bescheuert. Ja, boing, boing. So, aber guck mal, das schaffe ich zeitlich, ey. Finanziell viele Gegner noch. Aber die sind, wenn dann alle hier. Also wenn, muss ich die echt hier alle besiegen. Schnell jedenfalls natürlich, ne? Boom. Bam, 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 bam. So. 400 Gegner besiegt. So, jetzt sind neue da, alles klar. Oh, ja, das schaffe ich. Ich werde nicht locker lassen. Noch 200 Gegner. Oh, da kommen sie alle. Dü, 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 dü. Boom. Okay, jetzt mal hier mit der Faust durch, ey. Da.
ist nicht mehr viel Zeit übrig. So, was ist denn? Da ist er. Komm her. Mahlzeit. Jahu! Das Mahlzeit. Ach, haben die den da echt eingemauert in die Steine und dann wird er rausgebasht oder was? Was so Quatsch. Ja. So, ich muss den Lubik halt besiegen, das kommt Lubik nicht genug neue nach. Hey, Stasis. Balla, falscher Knopf. Boom. Boom. War trotzdem voll geil. Alter, mit dem Stachelschild, ey, richtig übel. Für den Stachelschild machst du richtig schön Damage noch dazu. Boom, boom, boom. Na komm, ich muss den down kriegen. Oh, oh. Oh Mann, die Zeit, ich muss noch 100 Gegner killen. Alter. Ja, das wird der nicht. Noch 100 Gegner, nee, das wird nix. Verdammt, warum tauchen hier so wenig auf? Feinschmecker Felsenfilet, er hat gerade wirklich mit Felsenfilet an. Oh, oh. Alter, dadurch sterben die auch nicht. Oh, ich war nicht gut genug. Alter, die erste Mission, die ich nicht auf Anhieb geschafft habe. Also, naja, außer die, wo man nur einmal getroffen werden darf, ne? Du hast verloren. Judobus-Training. Alter, nochmal neu. Okay, warte, der ist halt so langsam. Okay, warte mal, denn, so. Starker Angriff. Ich ist halt echt nicht mehr, dann gibt man natürlich nicht auf, das ist ja klar. So, ich habe jetzt eh den Schild, dann kann ich einfach durchballern. Hoppala, bam, 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 mehrfach drücken. Na, wie wenig Gegner man platt macht. Und jetzt! So, waren die Gegner doch nicht schuld, dass ich hier so viel ausprobiert habe bei ihm. Aber immer erst Moblins killen, weil dadurch kommen viele Gegner, dann kann man die alle schön wegballern. Wow! Hier echt mit seinem Band zu patscht, Alter. Richtig übel. Aber okay. Ja, nimmt er jetzt die Fäuste, Alter. Buckenstein. Kloppi. So. Okay, komm, die Kling kriegt doch so down, oder? Da braucht er bestimmt eigentlich so viel starke Angriffe, um so den machen hier. Alter, Drachenfelsenfilet Deluxe. Alter, hab ich was für eine Waffe bekommen, ey. So, die ersten 100 habe ich gleich. Ja, 100 Gegner sind down. Ja, vielleicht echt so ein bisschen mehr mit dieser, vor allem die sind ja noch nicht so schwach hier, ne? Sind auch noch so die kleinen, diese roten Goblins. Hier sind, glaube ich, nach zwei so ein Streichen, hier sind die down. So, Level up! So, boings. Wo sind denn die anderen noch? Kommt her hier alle, ich mach alle platt. So, blauer Moblin, okay. Blauer Moblins sind so aufgetaucht. Okay, wo soll der mal herkommen hier? So, da sind sie, Alter. Jetzt komme ich hier, jetzt zeig euch mal, was abgeht. Boah. So, gleich 200. Da war ich echt einfach zu langsam. So, jetzt mal richtig viel auf einmal klappen. Mahlzeit. Wir bauen hier ab, Kumpel. Quutz, Mahlzeit. So, boom. Wo ist denn der blaue Bob denn jetzt? Wo kommt der denn eigentlich? Da ist er ja. Bombies. Ich habe aber schon wesentlich mehr Zeit, Alter. Einfach eingeholt. Wesentlich besser. Boom, 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 boom. Ja. So allein durch das Feuer, was dann schön durch die ganzen Gegner durchgeht. Ein bisschen besser ausweichen. Klappt doch alles hier. Ich mache ich platt. Wow. Wow. Hoppala. Warum hat der jetzt die Anzeige nicht down gemacht? Jetzt hat er zuerst abgelaufen. Ja, ich habe auch schon die Hälfte. Mein Gott, jetzt ist schlossen. Man kommt schon ein bisschen noch glatt mal rein. Boom. So, okay, also jetzt wieder ein bisschen. Oder vielleicht auch ein bisschen snicken. So. So schön durch alle hier durchballern, Alter. Jung, starke Angriffe. Yeah. Alter, wie die alle mit drin ziehen. Ey, richtig übel. So. Gürmsen. So, Elektronik, wie der Stachel ist am geilsten. Wollen wir das richtig schön. Boah, echt übel. Übel geil. Jo.
Okay, ich krieg da ein paar down, aber die halten leider so viel mehr aus schon, die blauen. Na, ich muss bestimmt 400 kalt machen, bis der nächste erscheint. Da hinten die nächste Salve. Ja, alles klar. So, nächste Moblin-Art kommt. Ich klimmer hier noch ein bisschen, weil die leicht zu down zu machen sind hier. Das spamme ich jetzt mal meinen Special Move. Meinen starken Angriff, meine ich. Da sind hier noch viele eben. Boom, boom. Oh, wo kommt die alle her? Yeah. Okay, diesmal läuft es doch wesentlich besser. Es läuft wesentlich besser. So, oh, wie viele hier sind. Okay, oder da will ich einfach mal Gürmsen, da will ich jetzt einfach mal durchrollen. So, snacken. Snacken, so, jetzt einfach richtig ausrüsten. Alter, 500 Gegner gekillt, einfach so. Hoho, so, okay, ich glaube, ich muss mich hier um den ja nicht mehr kümmern. Weil ich glaube, die anderen sind hier sind noch genug da, um die letzten rauszukriegen. Die letzten kleinen Kills. So. Oh Mann, ey, die Zeit, was ist denn da los? Du musst ja bloß noch hier starke Angriff. So, kommen noch ganz wenig Gegner nur noch. Die sind doch alle da hinten. Ja, ja. Noch 8 Gegner, wo sind die denn alle? Warum sterben die denn nicht? Mann! Mann, den wollte ich jetzt ja nicht angreifen, verdammt! Einen noch! Einer noch! Alter! Geschafft, ich kann wohl doch kämpfen! Wie er guckt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Viele Gegner wurden besiegt! Oh, Yonobos Training abgeschlossen. Da haut er sich auf die Fäuste. Okay, vielleicht hätte ich jetzt mal eine bessere Waffe bekommen als vorher. Wo ich nicht genau weiß, weil die sind dann doch zu schnell. Schön Level-Up nochmal. Ja, Alter, okay. Feinschmeckerfels wie die Drachenfels wie die Deluxe, ey. Obwohl, da wird ja nicht angreift. Okay, cool. Und die Fee kriegt auch nochmal ein schönes Prunkarmband. Schön. Geile Stats. Geile Item-Drops. Cool. So. Das war Yonobo. Sehr, sehr lustig. Vor allem, dass der halt echt verschiedene Schilde hat. Aber der hat einfach da erst 3 Stück. Eins der normale Schild, dann kannst du einfach echt angreifen und kriegst kein Damage. Elektroschild und so ein Stachelschild, der sich ausfährt, wenn du die starken Angriffe kombinierst. Übel. Übel. Ich weiß nicht, wer mir besser gefällt. Daruk oder er? Kein Plan. Sind halt beides Goron, die sind alle cool. So. Sehr schön. Kriegt dann natürlich noch mal ein paar neue Skills dazu. Oder neue Missionen allgemein. So wird es aber gerne noch. Alles klar, Sidons Training würde ich auch gerne noch machen. Bestimmte Kämpfer erst auch wieder gerade so auf dem richtigen Level. Kann mir vorstellen, dass sie genauso sein wird wie bei Yonobo. Okay, dann Mike mal Chancen. Ich mach mal Schaden höher. Oho, das wird sofort gegessen. Und mehr Erfahrung. So. Lecker. Lecker. Nochmal aufbrechen. Sidon zeigt, was er kann. Und dann wisst ihr Bescheid, dass wir dann im nächsten Part wieder allgemein ein paar Nebenmissionen machen. Dann kann ich wieder ein bisschen mehr Geld farmen, ein bisschen Materialien farmen, ne? Bevor wir dann zur großen Arcala-Schlucht auf uns brechen, auf uns machen. Wir haben 15 Hauptmissionen von 20 erledigt. Ja, kommt echt nicht mehr viel, ne? Ich kann mir immer noch vorstellen, dass da irgendwie noch eine Mission ist mit Koga und Super, wie die flüchten oder ne, wie sie vielleicht den Kampf gegen Astor nicht gewappnet sind und sich dann sagen, komm, wir müssen abhauen und sich dann selber durch eine Horde Monster kämpfen müssen, dass man denn die halt spielt. Nein, dann stoßen die irgendwie zu uns. Wir wollen euch helfen, Mann. Okay. Wäre doch geil. Haben wir eben sogar schon Bescheid, was er hier so drauf hat. Okay, ihr müsst nur 300 Gegner besiegen. Alles klar. Dann mache ich jetzt einmal mit dem Special Schnipser hier. Boom. Alter, jetzt wird so viel Geld einfach hier wieder kriegt. Ey. Ja. So. Bam. Also, Sidon ist so fies mit dem Schnipser, Alter, dass sie denn alle hier so schön nach vorne geholt. Richtig cool. Und Bams. So, okay, was sind hier wieder so wenig Gegner? Was ist denn das hier schon wieder? Wo ist denn hier der in den Haupttyp, den ich besiegen soll, damit mehr Gegner auftauchen? Ah, die Zeit. Aber, hä, warum hat Sidon so viel Zeit wieder für 300 Gegner? Weil der ist der schwächere Charakter, oder was? Der braucht mehr Zeit, oder wie? Boom. Kein Plan. So, schön von hinten an die Schlichen. Richtig fies. Oh nein, das war's. Der kam von der Rückseite. Boom. 100 Gegner gekillt.
Oh, jetzt sind aber da. Krasse Extra-Volz. Juhu. Freut sich voll. Ich glaube, der nimmt halt nicht ganz so ernst, ne? Vielleicht, weil er sich denkt, weil seine Zukunft ist ja gesichert oder weil seine Zukunft, da ist alles toll. Boah, ey, krass. Übel. Ja, seine Trainingseinheit wird auf jeden Fall schneller vorbeigehen. Oh, das war mit einem Hai weggeflossen, Alter. Weggeflossen. Boah, jawoll. Alter, zwei der Gegner besiegt. Okay, Elektro-Pyromagus ist nicht so toll, weil da wissen wir, die sind stark und brennt. Toll, über Wasser war nicht so toll. Wenn der mich trifft, krieg ich bestimmt ordentlich Damage wegen Elektro-Schaden. Ja, boom, 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 boom. So. Wie gerade gleich schafft, ey, schlitz. Down ist er. So geht das hier. Und bam. So, schön, Elektroschab ist wieder voll. Ich hab's gleich geschafft, was die Gegner angeht. Also schnips ich mir die alle mal hier rein. Schnips, schnips, schnips. Kommt alle her. Wie geil das ist. Und swipe, Alter. Boah. Kommt alle her. Schnips, schnips. Ich glaube, er schnips gar nicht, ne? Aber irgendwas macht so ein schönes Geräusch und macht so ein Kling, Kling, Kling. Ich sag, er schnips die alle zu sich. So, gleich haben wir es. Oh, neues Ziel festgelegt. Ah, okay, noch nicht ready. Neues Ziel. Ah, da war denn so dafür ein? Das. So, war in greifbarer Nähe? Erstmal Flame. Brennt! Boom, boom, boom. Ja. Und zack! Wow. Oh, er hat sich komplett platt gemacht, Alter. Richtig übel. Yeah, boom, boom. Boah, wie cool er lange in der Luft bleiben kann. Richtig hart. Stopp! Ja! Boah, cool! Also manchmal haben die ihre eigenen Attacken. Manchmal kannst du, wenn Stasis herrscht, einfach weiter angreifen wie gewöhnlich. Aber manchmal haben die ihre Special Moves, wo du erst machen kannst. So, der Sieg ist unser! Ja, yeah, das schaffe ich doch erstmal wieder hier auf meinem Wasserdelfin oder Wasserfisch. Ich meine, auf meiner Hyrule-Grunde ist ja die Hyrule-Grunde. Leute, also, das sah gerade aus wie die Silhouette eines Fisches aus Twilight Princess irgendwie. So ein bisschen, wir sagen die Hyrule-Grunde, glaube ich nicht. Aber egal, Leute, das war doch cool. Wir haben es geschafft. Schön das Training abgeschlossen für beide. Oh, schöne Schuppenlanzen. Sehr nice. Und Frösche und Muscheln. Hm. Na gut. Leute, das soll es aber erstmal gewesen sein für den heutigen Part wieder. Ne? Beim nächsten Mal. Neue Nebenmission, freue ich mich auch schon drauf. Ein bisschen alle wieder trainieren. Aber ich kann jetzt echt so, ob man jetzt so ausgleichend alle nochmal zeigen kann, weiß ich nicht. Na, irgendwie, man will ja dann doch schnell die Story vorantreiben. Und hat da, glaube ich, für die 100% eh noch sehr viel zu tun. Aber ein bisschen merke ich schon, das Level wird jetzt langsam knapper. Abgesehen für Link. Link macht alle platt, ja. Aber so ein bisschen, wenn wir doch die Hauptgruppe so ein bisschen mitziehen, ne, die müssen auch mal wieder ran. Gucken wir mal nach. Einfach beim nächsten Mal schön mitmachen können. Neue Mission für Sidon oder was? Und neue Trainingseinheiten. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde beim nächsten Mal wieder fusionieren. Mal gucken, was ich so für neue Waffen habe. Mit dem Deluxe-Filet. Vielen Dank aber für euer Interesse und bis zum nächsten Part von Hyrule Warriors. Ciao, ciao!